Ich bitte um etwas mehr Ruhe hier im Saal. Und ich rufe jetzt auf die nächste Aktuelle Stunde, Top 65 unserer Tagesordnung von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Einsteigen bitte. Spatenstich für die Regionaltangente West ist nächster Meilenstein für hessischen Schienenausbau. Drucksache 20-8430. Und ich rufe als erste Rednerin Frau Müller von Bündnis 90 Die Grünen nach vorne. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dem Wunsch des Abgeordneten Krüger folgend widmen wir uns jetzt Landesthemen. Nächsten Montag wird es den Spatenstich für den ersten Bauabschnitt der Regionaltangente West geben. Das ist ein guter Tag für den Ausbau der Schieneninfrastruktur, aber auch für die Verkehrswende hier in Hessen und damit auch für den Klimaschutz in Hessen. Und allemal gut für eine Aktuelle Stunde. Ideen und Überlegungen für eine Regionaltangente West gibt es seit den 70ern, weil der Metropolregion Frankfurt fehlt ein Schienenring, wie z.B. Berlin ihn hat, um von den nördlichen Stadtteilen zum Arbeitgeber Frankfurter Flughafen zu kommen. Also das fehlt schon lange, deswegen wurde auch schon lange darüber geredet. Aber erst im Jahr 2008 wurde dann näher in die Planung eingestiegen. Es wurde eine Planungsgesellschaft gegründet. Aber auch da ist nicht viel passiert, außer eine gemeinsame Resolution im Jahr 2012 der Anrainerkommunen. Aber im Jahr 2014, als dann Schwarz und Grün die Verantwortung hier in diesem Land übernommen haben, ist auch das Land in die Planungsgesellschaft eingestiegen, hat Verantwortung übernommen. Und der Verkehrsminister Tarek Al-Wazir hat das Projekt nicht nur unterstützt, sondern in mühsamer Kleinarbeit, in Gesprächen mit den Kommunen und dafür gesorgt, Probleme zu lösen und das Projekt voranzubringen. Es gab eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, Dialogveranstaltungen mit Bürgerinnen, es gab dann Dialoge mit Eigentümerinnen der betroffenen Grundstücke. Und das alles hat dazu geführt, dass wir im Januar dieses Jahres, also 8 Jahre später, für ein Schieneninfrastrukturprojekt eine Rekordzeit zum Planfeststellungsbeschluss des ersten Bauabschnitts kommen konnten und jetzt am Montag den ersten Spatenstich machen. Kümmern und vorantreiben, nur Ankündigung, das funktioniert nicht. Deswegen kümmern wir uns nicht nur um den Schienenausbau, sondern wir schaffen auch Anreize für den Umstieg, indem wir ein Angebot für Tickets schaffen, das Schülerinnenticket, das Seniorenticket, das Landesticket und bald auch das Kommunalticket, um Menschen auch Anreize zu geben, von dem Individualverkehr auf die Schiene umzusteigen. Das nützt dann allen, nicht nur denjenigen, die dann die Schiene entspannt nutzen können, sondern auch denjenigen, die aufs Auto angewiesen sind und dann nicht auf verstopften Straßen fahren. Dabei ist für uns die Schiene das Rückgrat für den Massentransport. Aber es braucht natürlich auch den Bus. An dieser Stelle noch einmal Gratulation zum 50-jährigen Bestehen des Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmen. Wir haben auch das Jahrzehnt des Busses. Und den Bus braucht man, bis die Schiene fertig ist, auf jeden Fall, und danach auch. Aber auch das Rad und das Zu-Fuß-Gehen und die gut sanierten Straßen. Und nur in diesem Zusammenspiel können wir es hinbekommen, dass wir den Verkehr verbessern, verlagern und verringern. Und damit kommen wir Schritt für Schritt weiter für ein gutes Klima in diesem Land und für ein lebenswertes Hessen. Deswegen ist nächste Woche ein guter Tag, und wir gehen diesen Weg des Klimaschutzes kontinuierlich weiter. Dass die Regionaltangente West ein gutes Projekt ist, hat auch die Europäische Union erkannt. Denn das ist das einzige Schienenprojekt in Deutschland, das auch von der Europäischen Union gefördert wird, 20 Millionen € für die Auftragsplanung. Und ja, wenn der Kollege Müller klatschen will, gerne. Und jetzt setze ich ganz auf die Unterstützung des Kollegen Dr. Naas, der bei seinem Verkehrsminister und Finanzminister im Bund dann auch dafür sorgt, dass die Regionalisierungsmittel erhöht werden. Denn wenn eine Schiene gebaut ist, muss auch etwas darauf fahren. Und das geht nur mit Regionalisierungsmitteln.
ich fasse zusammen, wir haben einen Plan, wohin die Reise gehen soll. Wir befinden uns ständig auf dem Weg, gut ausgebaute Schienenstrecken als Rückgrat in Kombination mit Busrad und Fuß auf gut sanierten Straßen, verbunden mit guten Angeboten, führen zum Erfolg. Und ich hoffe auf weitere Spatenstriche für die Regionaltangente Ost und für die Regionaltangente Süd, um den Ring um Frankfurt dann auch zu schließen. Als nächstes bitte ich nun Herrn Dr. Naas von der FDP ans Rednerpult. Sie wissen, was ich meine, ne? Sie wissen, was ich meine. Ja. Was ich glaube, ja. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mikro. Liebe Mikro. Ja, sorry. Also, herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Müller, bitte einsteigen, heißt es in Ihrer Aktuellen Stunde. Einsteigen, muss ich sagen, zu einem sehr seltenen Ereignis, nämlich neuer Schieneninfrastruktur in Hessen. Denn das ist in der Tat ein sehr, sehr seltenes Ereignis. Und dass der Minister nicht so gern neue Straßen baut, das wissen wir ja. Das wissen wir seit vielen Jahren. Das ist bitter für Hessen. Aber das ist eigentlich nichts Neues. Dass er nicht gerne Fahrradwege baut, zumindest Hessen Mobillicht, das habe ich erst kürzlich wieder lernen dürfen, nämlich auf einer Fahrraddemonstration des ADFC in Hofheim gegen Hessen Mobil. Das fand ich sehr interessant. Der Grüne neben mir hat gesagt, es sei der Verkehrsminister, der die wenigsten Fahrradwege gebaut hat. Ich bin da sehr vorsichtig mit der Statistik, aber vielleicht sollte man das auch noch einmal abprüfen. Aber entscheidend heute ist, wie viel Schiene hat denn Hessen eigentlich gebaut in den letzten, korrigiere, 8 Jahren Tarek Al-Wazir? Und das habe ich im letzten Plenum schon gesagt. Es waren ganze 4 Kilometer. 500 Meter sozusagen pro Jahr. Und wenn man es genau nimmt, ist es ja eigentlich auch kein hessisches Projekt, sondern es sind ja die 500 Meter pro Jahr der Deutschen Bahn. Denn der neue Bahnhof Gateway Gardens, der zu diesen 4 Kilometern geführt hat, ist ja natürlich ein Projekt von DB und natürlich DB Netze. Aber der Minister wird uns gleich erklären, was er da viel Gutes zu beigetragen hat. Und die Kollegin Müller hat das ja auch schon getan, was die RTW angeht. Ja, in der Tat, die RTW ist ein weißer Elefant. Und ich frage mich, wo Sie die nächsten Bausteine eigentlich hernehmen wollen, denn Sie sprechen ja von den nächsten Meilensteinen. Also es ist jetzt mal der allererste Meilenstein. Und die entscheidende Frage, Frau Kollegin Müller, ist, was kommt denn als nächster Baustein? Und da haben Sie zwar die Stichworte hier genannt, Sie haben uns aber nicht verraten, wie Sie das eigentlich machen wollen mit der Regionaltangente Ost, mit der Regionaltangente Süd und mit der Regionaltangente Nord. Und da kann ich Ihnen mal einen Tipp geben. Stimmen Sie doch eigentlich einfach unserem Gesetzentwurf zu, nämlich schnelle Schiene Hessen, so als Tipp. Ist jetzt in der Anhörung. Bin gespannt auch auf die Anhörung, denn wir haben genau dieses Thema, Frau Kollegin Müller, im letzten Plenum diskutiert. Und wir haben da eine Antwort. Ja, was der Kollege Ammann gemacht hat die letzten Jahre, war sehr gut. Deswegen haben wir jetzt auch in kommunaler Verantwortung mit einer Beteiligung des Landes und sicherlich auch des Verkehrsministers, 17% sind es, glaube ich, und ordentlich Zuschüssen vom Land, macht man immer gern, damit man auch auf die Einweihungsveranstaltung eingeladen wird. Alles in Ordnung. Aber entscheidend ist doch die Frage, wie es jetzt weitergeht. Ob wir diese Struktur übernehmen können, die in der Tat bei diesem ersten Baustein gut ist, ja, Kollege Frömmrich, ob wir die übernehmen können, ausbauen können, und zwar für ganz Hessen, so wie wir es vorgeschlagen haben, und zwar mit einer stärkeren Landesbeteiligung, nämlich mit 51%. Und dann können Sie nämlich mit Projektgesellschaften vor Ort auch immer noch mal Einzelprobleme angehen und auch noch mal Einzelthemen dann verbessern und an den Start bringen. Deswegen gibt es diese Struktur, auch diese Holdingstruktur, wie wir sie vorgesehen haben,
Immer aber ist es mehr Engagement des Landes für die Schieneninfrastruktur. Und der König der Pressemitteilung, also Tarek Al-Wazir, sollte sich vielleicht mal an den Taten messen lassen. Denn wenn es 4 Kilometer in 8 Jahren sind, dann ist es zu wenig. Und wenn es eine Regionaltangente West in 8 Jahren ist, dann ist es auch zu wenig. Wir brauchen einen Schienenring um ganz Frankfurt rum und wir brauchen auch mehr Schiene im Ballungsraum, Frau Kollegin Müller. Und da lahmt Ihre Schnecke. Ich weiß gar nicht, wie Sie in diesem Tempo weiter die Verkehrswende hier bewerkstelligen wollen. Und da wird mir dann auch etwas schwummrig wie dem Minister, wenn ich da an das 9-Euro-Ticket denke. Denn in der Tat ist es so, es wird rauskommen bei diesem 9-Euro-Ticket, dass wir zu wenig Schiene im Ballungsraum und in Hessen insgesamt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, denken Sie noch einmal über unseren guten Gesetzentwurf nach. Geben Sie sich einen Ruck. Nicht alles, was von der Opposition kommt, ist schlecht. Im Gegenteil, es ist gut. Wir sind die Mobilitätspartei. Wir wollen alle Mobilitätsträger. Ich habe das an dieser Stelle gesagt. Und ich sage es auch gerne noch einmal. Das gilt für das Auto. Das gilt für die Radwege. Da haben Sie sich ja auch vor der Verantwortung gedrückt, schieben alles auf die Kommunen, kommen bei Hessen Mobil nicht voran. Und es gilt auch für die Schiene. Auch da gibt es einen guten Gesetzentwurf. Stimmen Sie dem einfach zu. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die AfD-Fraktion bitte ich nun Herrn Gagel ans Rednerpult. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ja, einsteigen bitte heißt es. Ich habe schon gedacht, der Herr Naas nimmt mir die Pointe so ein bisschen weg. Aber da sind doch die Kollegen der Grünen ihrer Zeit weit voraus. Denn bis wir einsteigen können, dauert es doch noch ein paar Jahre. Nämlich erst für 2028 ist die vollständige Fertigstellung der Regionaltangente vorgesehen. Aber auch wenn die Grünen hier einen Baubeginn schon als Fertigstellung feiern wollen, ist es dennoch sehr begrüßenswert, auch aus unserer Sicht, wenn das 30 Jahre in der Planung liegende Projekt nun endlich angegangen wird. Auch die AfD ist selbstverständlich für Infrastruktur. Und diese Strecke, die von Bad Homburg bis nach Dreieich-Buchschlag und Neu-Isenburg reichen wird, ist eine sinnvolle Ergänzung der Infrastruktur im öffentlichen Nahverkehr und insbesondere auch zur Entlastung der Stadt Frankfurt. So weit, so gut. Aber natürlich muss ich auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen und die allgemeine Euphorie etwas dämpfen. Die Verwendung staatlicher Mittel muss immer unter Kosten- und Nutzen-Gesichtspunkten betrachtet werden. Und hier liegen wir mit momentanen Gesamtkosten von ca. 1,1 Milliarden Euro bei einem stattlichen Betrag der Gesamtinvestition. Eine verkehrliche Bewertung ergab zuletzt im Jahre 2007 einen Nutzen-Kostenfaktor, der damals mit 1,17 ermittelt wurde. Nun sind seit 2007 einige Jahre vergangen. Corona hat im öffentlichen Verkehr in den letzten 2 Jahren einen Schlag versetzt, indem es Nutzerverhalten dauerhaft geändert hat. So denke ich, dies ist eine Vermutung, dass der Nutzen-Kosten-Faktor heute niedriger liegt, näher an der 1 als an 1,2 oder 1,3, meine Damen und Herren. Worauf ich hinaus will, wir müssen uns klarmachen, und dies hat unsere repräsentative Umfrage zur Mobilität in Hessen, die wir jüngst in der EKMZ auch präsentiert haben, ergeben. 65% der Befragten nutzen den öffentlichen Verkehr selten oder nie. 65% nutzen den ÖPNV selten oder nie. 65% der Befragten geben das an. Das heißt, dass die Steuern der restlichen 2/3 der Bevölkerung diese Art Projekte mitfinanzieren müssen. Damit hat der ÖPNV ein massives Problem, nicht erst seit Corona. Ohne die staatlichen Subventionen in Milliardenhöhe, allein vom Bund 20 Milliarden, wäre es um den ÖPNV schlecht bestellt. Das wissen auch Sie, Herr Al-Wazir. Auch der hessische ÖPNV wird dieses Jahr wieder eine kräftige Finanzspritze brauchen. Finanziert wird dies letztlich über frisch gedrucktes Geld der EZB, Stichwort Inflation. Dazu leidet der ÖPNV seit Corona unter einem Rückgang der Fahrgastzahlen von dauerhaft 20%. Auch das 9-Euro-Ticket wird sehr wahrscheinlich keine Wende bringen,
weil dann restlos überfüllte Züge, Verspätungen, Zugausfälle, die Attraktivität für die Bürger, die sich bisher auf das Auto verlassen haben, aber den ÖPNV mit dem 9-Euro-Ticket vielleicht mal ausprobieren wollen, sicher noch geringer wird. Es wird ein großes Experiment mit offenem Ausgang, das 9-Euro-Ticket, meine Damen und Herren. Und daher kann man das vielleicht auch in gewisser Weise von der Regionaltangente West sagen, denn die vor Corona geplanten 100.000 Fahrgäste werden sehr wahrscheinlich nicht kommen. Um es noch einmal klarzustellen, damit hier kein Missverständnis entsteht, auch die AfD-Fraktion empfindet das Projekt, welches ja nach langer Planung und einigem Hin und Her mit Eschborn und mancher Bürgerinitiative nun endlich kommt, als ein richtiges und gutes Vorhaben zum Ausbau der Schieneninfrastruktur im Rhein-Main-Gebiet. Unsere Euphorie für dieses Projekt ist aber doch um einiges gedämpfter als bei Ihnen, den regierungstragenden Fraktionen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die CDU-Fraktion bitte ich nun Herrn Meißner ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zuerst, Herr Gage, glaube ich, mit dem Vergleich der Steuern, das ist relativ schwierig. Herr Müller hat es ja gerade gesagt, wenn ich davon ausgehe, dass 90% der Steuerzahler ein Krankenhaus selten oder nie besuchen, dann merkt man, dass so ein Vergleich durchaus hinken kann. Und auch Herr Naas, ich war mir sicher, dass wir nicht immer zu dem Thema sprechen, aber nichtsdestotrotz habe ich mir vorgenommen, mich wirklich an das Thema zu halten. Und ich möchte meine Rede beginnen mit einem Zitat des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry aus dem Buch Der kleine Prinz. Da steht nämlich, man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grundstein für etwas Zukünftiges legen, denn Zukunft kann man bauen. Damit die Metropolregion Rhein-Main nachhaltig wachsen kann, müssen intelligente Konzepte für den Verkehr der Zukunft gebaut werden. Die Regionaltangente West ist ein solches Konzept, und somit ist ihr Spatenstich nicht nur ein neuer Meilenstein für unseren hessischen Schienenausbau, sondern auch einer der Grundsteine für die Zukunft unserer Mobilität. Meine Damen und Herren, über die Regionaltangente West, die ich jetzt abkürze immer mit RTW, wurde jahrzehntelang gesprochen. Sie wurde seit Jahren akribisch auf verschiedensten politischen Ebenen, von lokalen Gremien bis zur Bundesebene, geplant und bekleidet und seit vielen Jahren und wird nun endlich gebaut. Das Projekt mit geschätzten Gesamtkosten, wir haben es gehört, von 1,1 Milliarden Euro ist eines der ambitioniertesten Schienenverkehrsprojekte in Hessen. Es umfasst eine Streckenlänge von etwa 50 Kilometern in 4 Planungsabschnitten. 26 Haltepunkte sind vorgesehen. Knapp die Hälfte ist schon an bestehenden Strecken vorhanden. Die RTW nutzt einerseits bereits die vorhandene Infrastruktur. Jedoch wird der bestehende Schienenverkehr durch neue Streckenabschnitte erheblich entlastet. Und die Anbindung des Einzugsgebiets im Nordwesten und Süden Frankfurts wird zudem sehr verbessert. Wenn alles klappt wie geplant, wird die gesamte Strecke, wir haben es gehört, der RTW bereits 2028 fertiggestellt sein. Und meine Damen und Herren, wir alle kennen die Probleme einer schnell wachsenden Metropolregion. Platzmangel, Wohnungsnot, Lärm, Verkehrschaos, steigende Bewohner- und Pendlerzahlen bringen die Kapazitäten des bisherigen Verkehrsnetzes an seine Grenzen. Eine Antwort auf die wachsende Nachfrage ist unter anderem das Bahnprojekt Regionaltangente West. Die westlich der Stadt verlaufende Regionaltangente dient nicht dazu, noch mehr Verkehr in die Stadt Frankfurt zu gleiten, sondern intelligent bestehende Verkehrswege zu verknüpfen, die unabhängig des Frankfurter Hauptbahnhofs als Knotenpunkt miteinander verbunden werden sollen. Sie erweitert damit das Mobilitätsangebot in der Region und soll zu einer spürbaren Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf die Schiene führen. Die RTW verbindet die umliegenden Kreise und Gemeinden und schafft neue Direktverbindungen zwischen dem Hochtaunuskreis Bad Homburg, Oberursel und Steinbach, dem Main-Taunus-Kreis Bad Soden, Eschborn, Sulzbach, Frankfurt-Höchst, dem Flughafen Frankfurt und dem Kreis Offenbach, Neu-Isenburg und Dreieichen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich persönlich freue mich sehr über den Baubeginn, denn von diesem großartigen Projekt wird nicht nur die Stadt Frankfurt profitieren, sondern vor allem das gesamte Umfeld dieses florierenden Wirtschaftsstandorts.
Die RTW schafft neue Kapazitäten für den Schienenverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof und erleichtert die Erreichbarkeit der beiden größten Arbeitgeber der Region, der Flughafen Frankfurt und der Industriepark Höchst. Damit macht die RTW die Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandorte entlang der Strecke sowohl für Investoren als auch für Arbeitnehmer noch attraktiver. Vor allem aber bildet die Regionaltangente West die Keimzelle einer dringend benötigten Ringbahn für die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Ein weiteres Stück Zukunft, das wir hoffentlich in naher Zukunft angehen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion erteile ich nun Herrn Eckert das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, das Thema ist wichtig, und es ist auch richtig, das positiv mitzubegleiten, dass, wenn es zum ersten Spatenstich geht, zum Bau der RTW, dass wir sagen, es ist gut, es ist richtig, aber es ist in der Tat zu wichtig, als dass wir da beim bloßen Regierungsbejubeln stehen bleiben, meine Damen und Herren. Aber dass wir das ja schon seit Längerem hier wechselseitig austauschen, die Bedeutung der RTW, dass es gut ist, dass sie kommt, dass wir das eigentlich alle bis auf manche hier thematisieren, da kann ich auf den Wunsch eines einzelnen Abgeordneten von Bündnis 90 Die Grünen aus der 100. Sitzung des Plenums mich selbst zitieren. Die RTW ist ein wirklich positives Beispiel für die Entwicklung der Schieneninfrastruktur. Zitat Ende. Ich finde, das beschreibt die Situation gut. In der Tat, es ist für das Thema Schieneninfrastruktur im Rhein-Main-Gebiet wichtig, dass wir in der Entwicklung nicht nur darüber reden, sondern auch wirklich die Menschen merken, es geht voran. Das Thema RTW ist ein Mosaikstein, und deswegen, wenn Sie überschreiben bei der Einladung zum Spatenstich, der Bau der Regionaltangente West kann beginnen, dann würde ich den Gedankenstrich dazufügen, endlich Ausrufezeichen, weil in der Tat, meine Damen und Herren, wir haben zu lange geredet, und jetzt endlich geht es ins Handeln. Denn die Gemeinden im Westen Frankfurts mit der Direktverbindung in Richtung Frankfurter Flughafen, die Entlastungen für den Citytunnel und den Hauptbahnhof in Frankfurt, all das sind unbestreitbar positive Aspekte. Und sie sind, und das steht auch in der Einladung für den Spatenstich zurecht, der Startschuss dafür, dass wir im Bereich der Ringverbindung rund um Frankfurt da eine Infrastruktur schaffen, die zukunftsfähig ist. Aber, meine Damen und Herren, auch hier braucht es die entsprechenden Planungen, den entsprechenden Schub, damit wir vom Reden ins Handeln kommen, meine Damen und Herren, und Schieneninfrastruktur auch für einen solchen Schienenring rund um Frankfurt realisieren können. Denn Schieneninfrastruktur ist das Notwendige, es ist das wichtige Rückgrat für die Mobilität von morgen. Schiene brauchen wir, damit wir Mobilität von morgen organisieren können. Es ist natürlich herausfordernd, es ist auch finanziell herausfordernd, aber ohne diese Infrastruktur kommen wir nicht voran. Die RTW ist da eines, und ich bin da sehr dankbar, dass wir jetzt einen Schritt gehen. Aber Kollege Dr. Naas hat es zu Recht angesprochen, wir haben noch ein paar andere Hausaufgaben in Hessen zum Thema Schieneninfrastruktur. Und wir finden nach wie vor, dass das eine der besseren Passagen aus dem schwarz-grünen Koalitionsvertrag ist, wo man ja eigentlich auch der Auffassung war, dass eine Landesschieneninfrastrukturgesellschaft ein wichtiger, ein notwendiger Baustein sein kann. Nur, meine Damen und Herren, nach 8 Jahren Tarek Al-Wazir scheinen Sie immer noch zu prüfen, aber nichts zu realisieren. Das ist zu wenig und zu langsam, meine Damen und Herren. Beim Thema Streckenreaktivierungen, die auch wichtig sind, gerade im Bereich auch des ländlichen Raums, der Entwicklung im ländlichen Raum, will ich nur jetzt hier an der Stelle noch einmal hinterlegen, immer dann, wenn es gut läuft, dann war es die Landesregierung. Und wenn irgendwelche Probleme sind, dann wird dann geantwortet, wie auf die kleine Anfrage zur Lumdatalbahn. Ich weise noch einmal darauf hin, das geht mich erst einmal nichts an, das ist kommunale Aufgabe. So wird Mobilitätswende, Herr Minister, auch nichts, wenn man das eine, das Lob für sich abholen will, aber mit allem anderen nichts zu tun haben will, meine Damen und Herren.
Und ja, Frau Kollegin Müller, ich bin da sehr Ihrer Meinung bei dem Thema, dass, wenn wir das Thema Schiene ernst meinen, wir im Schulterschluss zwischen Bund, dem Land und den Kommunen hier vorangehen müssen. Und da ist der Bund gefordert in der Finanzierung. Und das ist eben keine bloße Bundespolitik, weil unmittelbar in der Finanzierung für die Deutsche Bahn, was das Thema Fernbahntunnel in Frankfurt angeht und viele Themen mehr, sind die großen Herausforderungen für die Infrastruktur im Fernverkehr in und um Hessen und betreffen unmittelbar hessische Bereiche. Sie sorgen durch eine Entlastung dann mit einem Fernbahntunnel in Frankfurt für auch Schiene, damit wir es für den Regional- und Nahverkehr organisieren können. Deswegen braucht es hier auch die ehrliche Mitfinanzierung durch den Bund. Das betrifft die Investitionen, das betrifft den Bereich der Bahn. Es betrifft aber in der Tat auch die dauerhafte und stetigen Aufwuchs im Bereich der Regionalisierungsmittel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist das eine Herausforderung. Es ist ein bisschen wenig zu sagen, ja, jetzt geht's voran. Gut, am Montag gibt es den Spatenstich. Aber tatsächlich, da hätte ich mir jetzt mehr, Frau Kollegin Müller, erhofft, damit abschließend, als dass man sagt, das sind jetzt tatsächlich auch unsere nächsten Projekte. Nicht im Lob stehen bleiben, sagen, jetzt machen wir einen Schritt in die Richtung, sondern deutlich zu machen, was auch durch das Land mit vorangetrieben werden, weil ohne gute Schieneninfrastruktur braucht es, funktioniert die Mobilität von morgen nicht. Es gibt viel zu tun. Da ist ein bisschen mehr Handeln und weniger Regierungsjubeln gefragt. Herzlichen Dank. Von den Linken bitte ich nun Herrn Gernke nach vorne. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist jetzt hier schon mehrfach gesagt worden, in den 90er Jahren ist es über die RTW diskutiert worden. 2008 wurde die Planungsgesellschaft gegründet. Baubeginn sollte eigentlich 2014 sein. Jetzt haben wir 2022. Also wenn die nächsten Meilensteine auch erst wieder in 30 Jahren erreicht werden, dann mache ich mir auch ein bisschen Sorge, was zweifelsohne nicht gegen die Güte des konkreten Projektes spricht. Aber Gedanken, da sollten wir uns schon machen, wenn es jetzt um weitere Planung geht, wie die denn entsprechend etwas schneller angegangen werden könnten. Ich denke, es muss eben darüber nachgedacht werden, hatten wir ja auch schon in der letzten Plenarwoche, ob das Land nicht wieder Planungs- und Know-how-Kapazitäten aufbauen sollte. Und nicht jede größere Infrastrukturmaßnahme braucht eine eigene Planungs GmbH und Co. KG mit eigenem Geschäftsführerposten und Aussichtsrat, auch wenn man dann vielleicht da Leute unterbringen kann bei den jeweiligen Parteien. Aber das macht es insgesamt teurer. Und es stellt sich schon die Frage, warum eine Geschäftsführung einer Einprojektplanungsgesellschaft ein Interesse an einer schnellen Planung haben sollte. Die Landesregierung feiert sich für ein einzelnes Projekt, für eins, das eigentlich schon lange überfällig ist. Und ich habe nichts gegen das Feiern. Im Gegenteil, können wir zweimal pro Jahr machen, 10 Jahre lang. Dann, also wenn wir dann auch jeweils einen Grund hätten, dann hätten wir eine angemessene Ausbaugeschwindigkeit der Verkehrswende, die wir eben bisher noch nicht haben. 21 weitere Schienenprojekte, die ganz oder teilweise in Hessen realisiert werden sollten, stehen im Bundesverkehrswegeplan unter vordringlichem Bedarf. Und nur noch mal zur Erinnerung, 107 Eisenbahnstrecken wurden in Hessen seit 1960 stillgelegt, während seitdem durchaus neue Straßen entstanden sind. Also wenn wir ernst machen wollen mit einer Verkehrswende und wenn wir ernst machen wollen mit dem Klimaschutz, dann muss die Schiene in Hessen massiv und schnell ausgebaut werden. Die verschiedenen Projekte, die haben wir ja auch schon in der letzten Plenarwoche alle aufgezählt. Das will ich jetzt hier nicht noch mal tun. Aber viele lieben ja den Vergleich und das Ranking. Und wenn das denn so gern gemacht wird, dann kann ich sagen, gucken Sie sich doch mal die Schweiz an. Bei ungefähr gleicher Landesfläche ist das dortige Eisenbahnnetz doppelt so groß wie das hessische, zu 100% elektrifiziert. Und die Schweizerinnen und Schweizer legen dreimal so viele Bahnkilometer zurück wie die Hessinnen und Hessen.
Und ja, wie gesagt, wer das Ranking liebt, ich finde, es gibt auch andere Kriterien, aber ist hier ja groß im Kurs, dann kann man das doch mal so machen. Herzlichen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Tarek Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gebe zu, ich hätte mir angesichts der historischen Dimension von dem, was da am nächsten Montag begonnen wird, bei manchen etwas mehr Begeisterung gewünscht. Aber vielleicht war das auch rund um den Bau der Main-Weser-Bahn im Jahr 1850 so, dass da Menschen gesagt haben, vielleicht kosten Pferdekutschen weniger oder es sollte schneller gehen. Ich glaube, was wir hier erleben werden, ist wirklich eine historische Entscheidung, dass wir endlich einen Schienenring rund um Frankfurt beginnen mit der Regionaltangente West. Und ja, zu einer erfolgreichen Verkehrswende gehört auch, dass mehr Menschen regelmäßig Bus und Bahn nutzen. Aber dazu brauchen wir eben auch das entsprechende Angebot. Und im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main haben wir das Grundproblem immer gehabt, auch als dann vor 50, 60 Jahren die S-Bahn-Verkehre sozusagen in Betrieb gegangen sind, dass alles immer zentral auf den Frankfurter Hauptbahnhof ausgerichtet war, mit dem Ergebnis, dass die Schienenkapazitäten nicht ausgereicht haben und vor allem auch, dass die Verbindungen teilweise nicht attraktiv waren, weil wenn ich nicht nach Frankfurt will, sondern sagen wir mal von Bad Homburg nach Eschborn oder von Eschborn zum Flughafen, dann ist natürlich am Ende genau das immer das Problem gewesen, dass man immer erst mal in die Stadt hinein musste und dann wieder aus ihr heraus. Und genau dieses Problem, wenn man so will, die historische Lücke im Schienensystem in Frankfurt-Rhein-Main, die gehen wir jetzt an. Und deswegen ist das wirklich ein sehr, sehr guter Tag für die Zukunftsfähigkeit der Rhein-Main-Region. Und ja, wir arbeiten wirklich seit 2014 mit unseren Partnerinnen und Partnern zusammen. Und das sind die Kommunen, das ist die Deutsche Bahn, weil am Ende ist es ein Gesamtkunstwerk, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir sind da wirklich vorangekommen. Denken Sie daran, dass wir, was die ICE-Trassen angeht, von Mannheim über Frankfurt, über Hanau, über Fulda Richtung Erfurt, inzwischen alle, in allen vier Projekten die Trassenfestlegungen haben, teilweise die planerischen Schritte jetzt schon beginnen. Und denken Sie daran, was da vorher lange Jahre passiert ist, nämlich nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nur, denken Sie nur mal an die Anbindung von Darmstadt zurück. Überlegen Sie sich, was wir gemeinsam mit den Kommunen geschaffen haben. Und auch da gibt es, was die RTW angeht, auch noch einiges zu tun. Ja, Bad Homburg muss den Lückenschluss U2 bis zum Bad Homburger Bahnhof endlich auf den Weg bringen. Ja, die Stadt Frankfurt muss die Straßenbahnanbindung des Höchster Bahnhofs endlich auf den Weg bringen, weil Bad Homburg, Höchst, Neu-Isenburg, wenn Sie sich mal diesen Halbkreis anschauen, da werden mit dem Höchster Bahnhof, mit dem Bad Homburger Bahnhof neue, wenn Sie so wollen, Satellitenbahnhöfe entstehen, die dazu beitragen werden, dass es insgesamt ein deutlich besseres Angebot gibt. Und das ist eine gute Nachricht für die Mobilität der Menschen in Frankfurt-Rhein-Main. Und ja, wir haben auch sagen nicht nur Pläne, sondern auch reale, schon fertiggestellte Bauprojekte. Denken Sie an Gateway Gardens, denken Sie an den Homburger Damm, den Zulauf zum Frankfurter Hauptbahnhof. Denken Sie daran, dass die S6 in Richtung Bad Vilbel jetzt im Bau ist und Ende 2023 in Betrieb gehen wird, das dritte und vierte Gleis, und dass es dann direkt weitergeht in Richtung Friedberg. Wenn Sie sich das alles mal anschauen wollen, Herr Naas, Sie haben gefragt, wie geht es weiter, mein Link-Tipp, Sie wissen, ich habe immer einen, www.frmplus.de, da ist alles aufgezeigt, auch jeweils, was die unterschiedlichen Projekte sind, wie der unterschiedliche Stand ist, und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, machen Sie mit, Herr Dr. Naas, machen Sie mit. Das ist besser als zu meinen, dass es immer nur zu langsam ginge. Und ja, man muss sagen, natürlich ging es zu langsam. Die ersten Ideen der RTW sind über 30 Jahre alt.
Und als 2008 die Planungsgesellschaft gegründet wurde, ich denke übrigens gerade jetzt in dieser Zeit auch an Lutz Sikorski als Frankfurter Verkehrsdezernenten damals und ersten Aufsichtsratsvorsitzenden, der genau solche visionären Ideen voranbringen wollte, weil die Ideen, die sind immer schon da, aber es kommt am Ende darauf an, dass man sie auch umsetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die RTW stand mehrfach kurz vor dem Scheitern. Deswegen sind wir 2014 als Land der Planungsgesellschaft beigetreten, haben, ich sage mir jetzt fast bis zur Mundbeatmung mit diversen Kommunen alles gemacht. Ich habe da dolle Termine erlebt. Sie kennen auch Ihren ehemaligen Bürgermeisterkollegen aus Eschborn und viele Debatten. Gut. Also insofern kann ich Ihnen nur sagen, es kommt am Ende darauf an, dass man langfristig mit diesem Willen dabei ist. Und deswegen haben wir jetzt den Beginn wirklich der Bauarbeiten. Das ist jetzt keine Idee mehr. Ab Montag wird gebaut und dann geht sukzessive Schritt für Schritt, Abschnitt für Abschnitt, das weiter in die Umsetzung. Und wir arbeiten daran, dass wir in absehbarer Zeit, und in absehbarer Zeit heißt dann 2028, 2029, in diesem Zeitraum wirklich den Lückenschluss geschafft haben, dass man in einem Halbkreis von Bad Homburg über Eschborn, über den Industriepark Höchst, über den Flughafen in Richtung Neu-Isenburg und Dreieich-Buchschlag fahren kann. Und das ist einfach toll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist toll, dass das endlich klappt. Letzter Punkt, der mir wichtig ist. Ich bin sicher, das wird der Startschuss für einen Schienenring rund um Frankfurt. Weil wir, ich habe es ja gesagt, was das Problem ist, in Berlin hat man vor über 100 Jahren genauso geplant, dass man immer S41 und S42 nehmen kann und in die eine oder die andere Richtung sozusagen rundherum fahren kann. In Frankfurt hat man nicht so geplant, weil einfach auch sozusagen das sehr polyzentrisch zwar war, aber eben nicht sozusagen die eine große Planung für alle stattgefunden hat. Und es wird am Ende, da bin ich mir ganz sicher, auch so etwas wie eine Regionaltangente Ost und eine Regionaltangente Süd geben. Für den Bereich Regionaltangente Ost wird der RMV in naher Zukunft eine Machbarkeitsstudie auf den Weg bringen. Weil was wir jetzt machen, ist, wir planen die Abschnitte, die noch kein Baurecht haben. Es wird gebaut an den Abschnitten, wo das Baurecht schon da ist. Und gleichzeitig wird es um die Zukunft gehen, nämlich um eine Machbarkeit der Frage, wie wir eigentlich diesen Schienenring dann wirklich schließen können. Da wird noch viel Arbeit, viel Kommunikation, am Ende auch viel Geld nötig sein. Das sind Investitionen, die eine Menge Geld kosten, die sich aber eben nicht nur über Jahrzehnte, sondern über hunderte Jahre, ich habe am Anfang gesagt, die Main-Weser-Bahn ist von 1850, über hunderte Jahre am Ende in einer solchen Infrastruktur amortisieren. Und deswegen kann ich nur sagen, ein gutes Projekt, machen Sie mit, steigen Sie ein. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit haben wir auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.